Moin Moin Leute, wir sind jetzt hier beim nächsten Boss in haben wir bis hierhin erstmal einfach eine komplette Bahn von der Base aus, komplett eine Eisenbahn gebaut mit den Schienen. Bin dann jetzt hier bei der Hive Mother und habe jetzt hier überall Fallen aufgestellt, weil hier das sind die Spawnpunkte von den Ads, die spawnt. Ansonsten habe ich mir tatsächlich Mörser mitgenommen und eine Axt und ganz viel Bufffood, wie ihr seht. Um mich ein bisschen zu pushen und wir versuchen es einfach mal jetzt den Down zu machen und gehen einfach mal drauf. Mal gucken, wie weit wir kommen. Der spuckt immer Gift die ganze Zeit, beziehungsweise Säure. Da vorne seht ihr auf der rechten Seite kommen jetzt die Ads. Das können auch Giftviecher sein oder einfach die normalen Krabbler. Die locken wir einfach hier rein, zack. Dann müsst ihr euch um die gar nicht kümmern. Weil die können ziemlich nervig werden. Oder ihr macht das vorher kaputt. Geht natürlich auch. Okay, das war jetzt ein bisschen zu spät. Könntet ihr ein bisschen rumkiten. Gar kein Problem. Wie ihr seht, ich habe jetzt noch keinen Schaden bekommen. Das war bis jetzt noch kein großes Problem. Dadurch, dass die Ads halt wirklich durch die Stacheln laufen, könnt ihr die halt echt schön kiten. Und ja, wie ihr seht, es sollte kein großes Problem mehr sein. Relativ easy. Ja, die sind noch nervig, die, weil die Gift machen. Das Gift könnt ihr übrigens tatsächlich wegmachen mit der Schaufel. Ich hatte das Problem, dass ich den schon mal versucht habe, nicht geschafft habe. Und dadurch, oh, jetzt konnte aber einiges rein. Dadurch tatsächlich nicht mehr wusste, wie ich da überhaupt rankomme, weil alles voller Gift war. War dann aber relativ einfach. Einfach mit der Schaufel wegmachen und wenn ihr alles geklärt habt, dann habt ihr ihn down. Wir gucken uns direkt mal den Loot an. Hier ist der Kristall für unten für das ganze Ding. Wir nehmen erstmal einfach alles mit. Kristalle, ja gut, ist nichts Besonderes, der Rest. Und nehmen auch die Kiste mit. Die sammle ich nämlich schön. Und porten uns kurz zurück. Legen den Stein rein und gucken, was passiert. Dann hätten wir theoretisch alle drei Bosse gelegt. Packen wir es mal rein. Ah, nice. Neue Waffen. Hologrammpot. Jetzt ist alles aktiviert. Okay. Und jetzt scheint noch mal was passiert zu sein. Und ja, Roaming, Wall, and collect their souls. Okay, jetzt passiert was. Okay. Ich habe irgendwas ist auf mich drauf gekommen. Okay. Wir können noch weiter rausscrollen, als ich dachte. What the fuck? So weit ging das vorher nicht. Also. Okay. Okay. Gut, es wird noch einiges kommen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert.